over years and decades. And so it was more than just glee that the itching of branches provoked him to act pretty straight. Replace the old oak if the plant covering me would be a peach tree or walnuts. Instead, I'd breed sheep on my head. I'd get famous for the wool they produce. I would use as a type of retro-looking Italian or two. With snow and an old oak that grew out his head over years and decades. And so it was obvious that the pushing of roots in his left ear made seldom hear things quite absurd. I could possibly reduce all the tragedy on his words. Angry birds, banging pistols, slamming doors, fists and more. If the other gets closer to a complete debating of roaring and sweeping reflections of thoughts.
Aufregend, so eine Tournee, aber auch ganz schön anstrengend. Und was mich am meisten nervt, ist, diesen Koffer hier ständig ein- und auszupacken. Und als Frau hat man am Ende ja sowieso nie die richtigen Klamotten dabei. Liebe Herren von Hildegardland Fliegen, wenn ich euch schon nicht persönlich kennenlernen darf, möchte ich euch wenigstens eine Frage stellen, hier aus dem Hotelzimmer in Taipei. Ihr seid erfahrene Reisende. Was gehört denn unbedingt ins Tourneegepäck von Hildegardland Fliegen? Und was ich jetzt nicht von euch hören will, ist eine Zahnbürste und ein Schlüpper. Also Maultrommel haben wir schon geklärt. Maultrommel wäre gut, natürlich. Dann Blockflöten sind auch immer wichtig. Dann manchmal so ein Stofftier oder so. Genau, natürlich mein Teddybär ist oft dabei, wenn ich Heimweh habe. Nein, eigentlich je weniger, je besser ist das Ding. Bei uns ist dummerweise immer dabei eine Tuba, eine Posaune, 5 Saxophone, eine Bassklarinette, 3 Blockflöten, eine normale Flöte, ein Kontrabass und neuerdings ein Harmonium. Und wenn wir mit dem Flieger reisen, ist es echt eine Krise. Dann ist immer der Job, also die Aufgabe, ein Teil der Band versucht mit möglichst viel Charme die Damen, die beim Einchecken sind, abzulenken, damit der Rest dann durchschleichen kann. Weil wenn du mal dann quasi nach dem Security-Check bist, dann kommst du auch mit dem ganzen Kram. Aber wenn so eine Tuba... Wo steht sie? Ist schon aufgeräumt. Da passt ja auch so eine Unterhose gut. Genau, da kann man dann auch genau die dreckige Wäsche dann dort problemlos reintun. Man darf sie einfach nicht vergessen, rauszunehmen vor dem Konzert. Das ist dann wichtiger. Genau. Du bist nicht nur mit Hildegardland Fliegen aktiv, sondern auch im Duo unterwegs. Ein Trio hast du, soweit ich weiß, auch noch, mit dem du spielst. Früher hast du mal bei Hector Lebt gespielt. Das stimmt. Punkband. Gitarrist warst du da. Punkband mit, als Teenager. Ist das von so 16 bis 19. Ist das so die Jugendsünde? Nee, ist keine Sünde. Das war Leidenschaft. Das war einfach eine Punkband, wo wir ein bisschen rumgetingelt sind in der Umgebung von Band und so Jugendtreffs bespielt haben. Aber jetzt vom Gitarristen in der Punkband, da warst du ja nicht mal Sänger. Nee, zu sowas, Sänger, was du jetzt machst, da stehst du ja schon vorne und singst nicht nur, sondern bist ja ein Instrument. Das stelle ich mir jetzt so vom Peinlichkeitsfaktor schon Preisgeben, ja, auf jeden Fall, ja, vom Nacktheitsgrad. Vielleicht war das so ein erstes Schnuppern auf der Bühne. Als Gitarre, da ist noch was vor dir, das sich ein bisschen schützt, im Fall, dass jemand was auf die Bühne schmeißt, kannst du es noch abwehren. Und dann der nächste Schritt war dann der Gesang, genau. Ja. Aber hast du da irgendwie so Berührungsängste gehabt am Anfang, dann das wirklich... Wenn man das zu Hause macht und so lustig Beatbox für sich übt und dann auf eine Bühne. Ja, es ist schon, also die ersten 40, 50 Konzerte war ich schon unglaublich nervös, sicher auch unsicher. Ich habe dann auch, das hat sich dann auch wie Stimme ausgewegt, zum Teil ein Vibrato gehabt bei langen Noten oder einen trockenen Hals oder so Zeug. Und zum Glück mit der Routine geht es dann schon eigentlich weg. Und jetzt kann ich sehr entspannt auf die Bühne und mich wirklich voll und ganz der Musik hingeben, ohne dass die Nervosität mir im Wege steht. Du und deine Band, ihr seid aber nicht nur auf den Jazz fixiert und eingeschränkt. Ihr habt ja auch ein Projekt am Laufen nächstes Jahr. Genau. Vor allem Dingen auch du, weil du eine Auftragskomposition... Ja, schon auch die Band sehr intensiv. Ja, aber du schreibst ja für ein Orchester, für das Luzern Festival Academy Orchestra. Genau. Ein Kompositionsauftrag, ein Stück für 70 Leute auf der Bühne. Ja, das präzise Line-Up wissen wir noch nicht, aber es wird so um die 70 Nasen haben. Es ist ein Line-Up wie in einem klassischen Sinfonieorchester. Und die Idee ist, dass es ein circa stündiges Konzert wird mit Hildegardland Fliegen und diesem klassischen Klangkörper zusammen. Und da entstehen dann auch wirklich neue Werke, spezifisch für diese Geschichte. Ja. Und hast du schon angefangen zu schreiben? Ich habe überhaupt noch nicht angefangen. Ich habe jetzt nächste und übernächste Woche ein paar wenige Tage, wo ich versuche mal, dieses eine Stück, Dunkle Mensa, zu adaptieren. Okay. Als erstes berühren mit diesem Klangkörper. Und dann wirklich schreiben werde ich April, Mai, Juni nächsten Jahres. Da habe ich jetzt speziell Tourneen auch abgesagt, um dort Raum zu haben. Das wird eine ziemlich große Kiste, aber ich freue mich tierisch. Ja.
Ihr könnt euch auch noch bewerben, wenn ihr mitspielen wollt in dem Orchester. Der Bewerbungsphase läuft gerade, habe ich zumindest gesehen. Ist im August. Was ihr sein müsst, ist gut. Die nehmen nur Musikstudenten oder Profis. Schaut mal im Netz, das Luzern Festival Academy Orchestra. Genau, kann man findet man, googelt man. Mitmachen. Und maximal 28 Jahre. Ja. Hildegard Lent Fliegen ist bei uns. Das nächste Stück heißt Knockout 3. Knockout 3. Genau. Hat mit Klassik jetzt nicht so viel zu tun. Es geht nämlich ums Einzählen. Und es ist sehr beeindruckend, wie man darüber ein ganzes Stück schreiben kann. Hildegard Lent Fliegen bei U21 vernetzt. U21.